Okay. Ich bin Jan. Und ich bin Kevin. Und du bist Kevin. Und wir sind die aussätzigen Zauberer. Hallo. Ja, genau. Und wir reden heute über den Remote Kongress, Chaos Communication Kongress, Remote aus der Pandemie. Live aus der Pandemie. Wir sind gerade im Kongress und haben uns da getroffen. Ja. Aber du bist jetzt weg. Ich gucke gerade. Ich stehe immer noch hier. Ich bin eben mit dir hingelaufen. Wo ist denn das? Moment. Ich muss nochmal gucken. Ich stehe da. Hier. Das Übliche. Ich habe die Verbindung verloren. Bau da wieder auf. Muss wieder hinrennen. So, jetzt wo bin ich hier? Ich stehe jetzt hier an so einem Karger Eingangstor. Da steht Exit. Okay, Exit ist immer gut. Aber ich will mal ganz kurz ein bisschen einführen. Jetzt klären wir erstmal auf, was ist los, genau. Also jetzt drin. Dieses Jahr findet ja der Chaos Communication Kongress nicht statt, jedenfalls nicht so wie gewohnt, also nicht physikalisch. Der war ja jetzt die letzten Jahre in Leipzig und davor war er in Hamburg und davor war er in Berlin und davor war er auch mal wieder in Hamburg. Und ist immer wieder, ist immer größer geworden und größer geworden. Und dieses Jahr aus bekannten Gründen findet er eben nicht online, also nicht physikalisch statt in den Messehallen zu Leipzig, sondern er ist ins Cyberspace verlagert worden. In die 2D-Welt. Es gibt da mehrere Plattformen, in Anführungsstrichen, wo man versucht hat jetzt, wir sind ja mittendrin, das ist jetzt der zweite Tag, wo man versucht, im Prinzip so das Feeling des Kongresses, so wie man noch in Leipzig gekannt hat oder mitgenommen hat, so ein bisschen in diese Cyberwelt rüberzuführen. So, und jetzt muss man vielleicht mal grob erklären, was der Kongress insgesamt eigentlich so darstellt. Also es ist auf der einen Seite natürlich ein tolles Treffen, physikalisches Treffen von Leuten, die man kennt, die man ein Jahr lang nicht gesehen hat, die da mal zusammenkommen. Das ist das eine, was aber auch immer zunehmend schwieriger geworden ist, weil das Ding ist wirklich mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Und früher war das halt noch sehr überschaubar. Da waren das, ich sage jetzt mal, 1.000, 2.000 Leute. Da hat man sich schon verabreden können. Das war jetzt in Leipzig schon auch sehr schwierig. Weil es einfach viele, viele, viele Menschen sind, die sich da treffen. Und das ist ein Riesengelände. Dass das also Treffen von Bekannten, aber eben auch, und das ist, glaube ich, mit eins der Themen, die mich immer so ein bisschen umgetrieben haben, da neue Leute kennenlernen, neue Themen kennenlernen, neue Sachen angucken und diskutieren. Und dann gab es dann neben dem großen Anteil Vorträge, der jetzt auch online stattfindet. Also es gibt viele Vorträge, gibt einen Fahrplan, in dem alle Vorträge eingetragen sind. Dann kann man sich die raussuchen, kann da draufklicken, kann dann Livestreams im Internet sich angucken, so wie auf dem Kongress halt in den großen Vortragshallen eben diese Vorträge gehalten wurden. Und parallel dazu gibt es die sogenannten Assemblies. Und Assemblies sind halt kleine, mittelgroße bis ganz große Bereiche auf dem CCC, wo verschiedenste Dinge gemacht wurden. Kunst, Löten, alte Rechner aufbauen, Unsinn machen, Abenteuer erleben, alles mögliche. Also gab es das Bällebad, ne, riesen Planschbecken in Anführungsstrichen ohne Plansch, sondern nur mit Bällen, was super beliebt ist. Dann gab es die Lounges, also wo dann wirklich Musik gespielt wird, wo chillig sich in die Ecke gesetzt wird, ein bisschen was zu trinken, zu essen, zum miteinander schnacken war und ist. Und genau das versucht man jetzt eben auch in diesen RC3 rüber zu portieren. Und da gibt es halt neben eben diesem Fahrplan und den Vorträgen gibt es eine 2D-Welt. Und die 2D-Welt ist, kann man sich so vorstellen, wie so ein Adventure-Spiel. Also eine große Landkarte mit ganz vielen Räumen und die sind auch ein bisschen angelehnt an die Struktur von Leipzig, also von dieser Messe, also vom letzten CCC. Und da hat dann
konnten sich Gruppen vorher anmelden, konnten sagen, hier, wir wollen was machen. Das haben wir natürlich als die aussätzigen Zauberer auch gemacht. Es gibt den Bereich, die aussätzigen Zauberer treffen eigentlich den Tegenschnack. Also Dats trifft Tegenschnack. Der ist dann eingerichtet worden. Wir sind bei den, wie hieß das, Sonstige, ne? Oder? Verschiedenen Misk. Ja, irgendwie. Ja, Misk. Sonstige, ja. Ja, sonstige Assemblies. Und dann muss man da halt ein bisschen suchen und findet dann eine kleine Ecke. Und in der Ecke gibt es eben unseren Bereich, wo wir drin sind. Da kann man eine ganze Menge machen als derjenige oder diejenigen, die so ein Assembly machen. Das haben wir alles noch gar nicht so richtig rausgekriegt. Was ich verblüffend finde, ist, dass wir ein Stargate, bist du da schon mal durchgegangen? Nee, eben nicht. Ich schaff's nicht und ich habe mich jetzt verlaufen. Ich bin jetzt irgendwie oben in dem Raum raus und bin in die Cybar. Ja. Und da sind Tische. Wenn du dich am Tisch setzt, dann kommt von rechts ein Chat reingefahren. Okay. Und gut. Mit Videokonferenz und Audio und so weiter. Ja. Und da ist gerade jemand rumgelaufen und ich habe jetzt dann Hallo reingeschrieben, da ich Mikro auf Mute habe, weil wir gerade aufnehmen. Ja. Und dann ist er weggelaufen. Also was das halt so, ich bin da auch erst heute unterwegs gewesen, aber gestern hat das alles nicht so richtig funktioniert und heute habe ich mir das dann mal ein bisschen genauer angeguckt. Also was ich verblüffend finde, bei aller Kritik, da kommen wir gleich dann glaube ich noch zu, was alles nicht so schön ist, aber was ich super finde ist, naja, diese 2D-Welt, die ist halt mindestens genauso verworren wie die physikalische das physikalische Chaos halt auch war. Also du läufst hier rum mit so einem Avatar, den kannst du dir selber zusammenbauen oder halt einen vorgefertigten wählen, dann ist da Mikro und dann Video kannst du aufmachen und immer wenn du in die Nähe von einem anderen Avatar kommt, bildet sich so ein Kreis und ein kurzer Ton kommt hoch und dann kann man sich mit demjenigen oder derjenigen oder dasjenigen dann unterhalten und sich austauschen. So wie das halt auf dem eigentlichen Kongress auch immer läuft, ne? Also du findest da mal jemand und dann unterhältst du dich mit dem und dann kriegst du wieder mal einen Tipp, du kannst mal dahin gehen, kannst mal dorthin gehen und so weiter. Und so spiegelt es schon so ein Stück weit so dieses Feeling von der Messe wieder, finde ich, also von dem normalen Chaos. Die Dichte ist Kongress. Niedriger. Ja. Also das ist so, ja, die Dichte ist definitiv niedriger. Und ich bin jetzt in dem Bereich, das sind lauter einzelne Räume. In einem Raum sitzt jemand drin, aber ich weiß nicht, wie man da rein und rauskommt. Ja. Das sind Türen, gibt es da also irgendwelche Shortcuts? Das ist halt Adventure, ne? Muss man da mit Tasten irgendwas aufmachen? Nein, keine Ahnung. WASD also, ist doch so das alte Tastenkreuz, oder? Ja. Das funktioniert ja auch. Ich gehe hier mit Pfeiltasten rum, das funktioniert. Aber auch WASD geht. Aber diese Art und Weise, das so umzusetzen, finde ich schon, das hat schon was, weil das schon, also meiner Meinung nach schon sehr nah an dem ist, was du so auf dieser Messe sage ich immer, auf dem Kongress halt auch gehabt hast. Du bist halt zufälligerweise irgendwelchen Leuten über den Weg gelaufen, die dir dann wieder irgendwie was Neues mitgeben konnten, hast ein paar Leute kennengelernt, so funktioniert das im Prinzip hier auch. Natürlich ist es halt, auch wieder ganz anders, weil du hier halt hier mit so einem Avatar rumeierst und natürlich dann auch gucken musst. Aber finde, von der Idee her hat das was. Also was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, wenn das nächstes Jahr hoffentlich wieder einen richtigen Kongress gibt, dass man das parallel ähnlich macht. Also dass man beides im Prinzip gut nutzen kann. Weil auf der Messe, das ist halt das Schöne bei dieser 2D-World, dass du wirst halt nicht müde, ne? Jedenfalls nicht so schnell. Auf der Messe bist du schon, also auf dem Kongress bist du schon. Also ich war da schon so nach dem zweiten, dritten Tag bist du da am Arsch. Ja, also da geht gar nichts mehr, weil du da ewig unterwegs bist. Ist halt schon ein Riesengelände. Und hier machst du halt ein bisschen mit den Pfeiltasten und läufst so rum. Also auf jeden Fall war ich jetzt mit drei Leuten am Tisch gesessen, jetzt sind sie alle abgehauen. Die hatten ein Video an. Ah, cool. Haben aber nicht auf Chat reagiert, weil ich natürlich jetzt im Moment hier nicht mit Video oder wer weiß, was ich machen kann. Ja, ich werde mir nachher auch mal noch ein bisschen die Gegend hier angucken. So, keine Ahnung, wo ich mich dahin verlaufen habe. Ja. Also das ist mal das eine. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem einen oder anderen eher kritischen Punkt. Also was mich ein bisschen gestern, also erster Tag gestern, ne? Gestern ging es los mit der Öffnung. Und
das ging schon damit los, man muss Karten haben. Ne? Also so, das sollte ja auch so ein bisschen das Feeling wie bei der echten, beim echten Kongress rüberbringen, ne? So Karten anstellen und ne, der kriegt eine und so. Also wir waren relativ früh dabei, ich hatte auch eine, aber du hast überhaupt null Reaktion aus dem Off gekriegt, wann du jetzt deine Zugangsdaten kriegst, wie das funktioniert, was da abgeht. Das war alles wieder wie immer so auf den letzten Drücker, ja, so eine halbe Stunde vor Eröffnung hast du dann irgendwann einen Link gekriegt, dann hast du dann dich registriert, dann konntest du dich da anmelden und dann ging das Elend bei mir zumindest los, nämlich, dass nichts funktioniert hat. Also ich habe kein einziges Video zum Ablaufen gekriegt, da kamen ständig irgendwelche Meldungen, dass mein Browser nicht in der Lage ist, sowas darzustellen. Und ja, das war schon sehr frustig. Also ich habe die Eröffnung nur bröckchenweise miterlebt, weil das halt auch sehr stockig war, so vom Video, von der Videoübertragung her und so. Und dann der ganze Kalender nicht gestimmt hat. Da waren, weiß nicht nach welcher Raumzeit die das da eingestellt haben. Bei mir war immer irgendwie alles minus eine Stunde. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bei mir, wenn da 13 Uhr stand, dann war es dann erst um 14 Uhr und lauter so Sachen, ja. Und das nervt halt ohne Ende. Ne? Also erster Tag war für mich eigentlich, außer zwei, drei Videos, die ich mehr oder weniger durch Zufall dann aufgekriegt habe, habe ich eigentlich nichts gezielt hingekriegt. Also ich habe versucht, in bestimmte reinzukommen. Also dieses, was technisch irgendwie nicht funktioniert hat, gestern war das mit dem Bruce Schneier. Ja, das war ganz in der das war Frank Rieger interviewt hat. Und ja, das muss ich mal gucken, dass man das im Nachhören irgendwie machen kann, weil das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe dann auf nur Audio umgeschaltet und selbst da waren wahnsinnige Aussetzer drin und ja. Ansonsten habe ich mich auch nicht nur in dem 2D-Welten verläuft man sich, sondern ich habe mich auch in diesen Sendeplan oder wie das heißt verlaufen, ja, und ja. Ich bin da lost irgendwo. Ich bin da jetzt unterwegs und ich bin jetzt irgendwo im Wald rausgekommen. Da ist eine Pinnwand und da steht hier, verlässt du gerade das RC3-Gelände, okay? Ja, da kannst du externe. Du kommst auf eine andere Seite. Kommst einfach nur auf eine andere Seite, genau. Kannst aber einen anderen. Danke, ich verstehe. Erinnere mich nochmal in einer Stunde oder in 10 Minuten, okay? Das sind irgendwelche Löcher im Boden, da fällt man dann rein und dann kommt du gehst einfach schön gemacht. Aber du kannst Büros raus und Werkstätten, aber ich weiß nicht, da muss doch irgendwo was geben, dass man noch was machen kann. Also was gar nicht gut funktioniert, ist so alles Externe. Also diese, was recht gut funktioniert, alles, was du letztendlich auch über mediaccc.de kriegen kannst, nämlich praktisch die zwei Hauptbühnen, ja, und so die wichtigsten Bühnen, die praktisch vom CCC selbst irgendwie auch gemanagt sind. Ja. Aber dann gibt es ja unzählige externe Veranstaltungen eigentlich, ne? Angekündigte Vorträge und so, die eben extern eingespielt werden. Und da ist es eigentlich so gedacht, zumindest glaube ich das, dass du dann auf einen Vortrag zum Beispiel draufklickst und dann im Prinzip einen Link erhältst, in welchem Raum dieser Vortrag stattfindet und da klickst du dann drauf und bist dann praktisch auf einer Seite, wo dann dieses Video live gestreamt angezeigt werden kann im Browser. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert bei mir so gut wie nie so, wie ich es erwarte. Also ich mache zum Beispiel sehr, sehr häufig, dass ich, sage ich jetzt mal, einen bestimmten Vortrag sehen will, der dann auch zu einer bestimmten Uhrzeit angekündigt ist. Und ich gehe dann auf diesen Raum und da wird irgendwas ganz anderes gezeigt. Aber auch nichts, was irgendwie zu diesem Ablaufplan passen würde. Ja, also das ist halt scheiß nervig. Lost dann. Überall, ja, genau. Ja, weil du willst ja, du hast ja hier tausende Vorträge, na tausend vielleicht, naja, aber hunderte sind es auf jeden Fall. Und da willst du halt einen gucken und dann siehst du dann irgendwas, was dich gar nicht interessiert. Das ist natürlich irgendwie doof. Ja. Also ich habe gerade das Bällebad gefunden. Nachdem ich gestern gelesen hat vom Sendegate, von der Podcast-Community, dass da Leute im Bällebad waren oder auch auf Twitter gelesen, ich weiß es gar nicht mehr wo. Ja, und ich habe es jetzt gefunden. Das ist quasi nördlich von unserem. Eine Idee von diesem 2D-World oder von dieser Welt ist natürlich, dass man sich wirklich trifft. Ja, also dass man da diesen Avatar hat, dann, wenn man in die Nähe kommt, kann man direkt mit dem kommunizieren. Wie gesagt, wenn man Video und Mikro auf hat, kann man auch reden und sich sehen.
Ja, was ein bisschen gefehlt hat bisher, war halt so eine schöne, durchgängige Erklärung, wie funktioniert das jetzt hier und wo musst du wann wie klicken, dass das auch so ist, wie du dir das vorstellst. Aber gut, wir meckern ist immer einfach. Ja, also es ist auf jeden Fall performant. Also ich muss sagen, wahnsinnig ja, die performant. Die 2D-World, die funktioniert ganz gut. Ne? Und aber was passiert denn da, wenn so Männchen an einem vorbeirennen? Das sind gerade eine irren Affenzahn hier. Ja, die rennen halt an dir vorbei, wenn die stehen. Ja, aber so schnell kann ich nicht auf Vollgas. Der ist ungefähr 10-mal so schnell. Ja, wahrscheinlich musst du irgendwas wahrscheinlich gibt es noch Tasten. Ja, du musst Shift drücken. Shift? Shift. Shift und den Pfeil und dann geht's schneller. Okay. Ja, ich renne dauernd nur gegen die Wand. Ja. Das kann doch nicht sein, dass das Leute steuern können. Da ist doch irgendwie was zu skripten, oder? Da kann man bestimmt auch skripten. Da sind wir zu alt für, Junge. Und es gibt diese Portale, also man kann da auch bei uns bei dem Portal, da passiert nichts. Nee, da passiert nichts. Und was sind die dicken Linien auf dem Boden, diese hellen, die aussehen wie so ein Laserbeam? Hast du auch noch nicht verstanden. Die ändern sich, habe ich das Gefühl. Die waren vorher woanders. Ja, und es gibt, und dann hängen auch hier Schnüre irgendwie runter. Keine Ahnung, was die machen. Also du kannst anscheinend noch wilde Funktionen hier irgendwie. Ja, stehen nämlich es gibt auch immer wieder hier von Dr. Who gibt es hier ständig. Tardisse liegen massenweise rum, stehen hier massenweise. Ist ein Computerraum. Ja, also ist schon gemacht, kann man sich mit Sicherheit beschäftigen. Das ähnlich wie beim Kongress ist halt wahrscheinlich, das wird dann ganz gut funktionieren, wenn der Kongress praktisch rum ist. Weil das war bei den Kongressen auch immer so. Die Technik drumherum, so infrastrukturmäßig, die du dann vielleicht brauchst, um also zum Beispiel Fahrpläne zu wissen, wo was ist und so weiter. Das hat eigentlich immer erst ganz zum Schluss sauber funktioniert. Aber es ist halt, ja, ist halt schade. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erwartet, gerade was diese Videos angeht und Online-Sachen, einfach weil das hier natürlich wirklich, das, du hast halt hier nichts Physikalisches. Du kannst nicht zu einem Vortrag gehen und dann willst du dir halt ein Video angucken, einen Vortrag angucken und da geht halt gar nichts, das frustriert halt. Also ich war gestern schon ein bisschen angepisst. Ja. Und aber gut, heute geht schon ein bisschen besser. Ja, mal gucken, also vielleicht wird es noch. Wir haben ja noch ein Video gesehen. Ja. Aber es ist, ja. Es ist halt nicht dasselbe, Punkt. Ja, also nur virtuell wäre die Faszination des Kongresses. Nee. Also hier liegt ein Schlüssel, kann man den mitnehmen? Wahrscheinlich. Nee, kannst du wahrscheinlich nicht. Irgendwas kannst du mich da nicht ran. Kannst du TARDIS aufschließen. Das ist so wie heißt das Ding? Cyberpunk 2077. Ja, ja. Ja, nur ein bisschen einfacher. Also von der Grafik her. Nee, von den Fehlern her. Ach so, ja, von den Fehlern her, ja. Man ja, kapiert es nicht oder so. Was ich definitiv auch vermisse, weil das mich die letzten Jahre eigentlich, da habe ich ja auch relativ spät mit angefangen, also irgendwann einfach mal gesagt, okay, jetzt musst du halt auch mal, das war bei irgendeinem, ich glaube, vorletzten Camp, zu Engeln. Also praktisch als Helfer mit Hand anzulegen und zu helfen, zu unterstützen und Dienste zu übernehmen und so. Das Schöne bei dem sogenannten Engeln ist halt, dass das nochmal so eine Community in der Community ist. Also das ist nochmal so was innerhalb des Kongresses, so nochmal eigene, mit so ein bisschen eigener Mechanik und mit einer eigenen Umwelt. Und dadurch, dass du da eben schon mal so ein Thema hast, so ein übergreifendes Thema hast, ne? Also du hast deine Dienste, du hilfst in der Küche zum Beispiel oder auch beim Aufräumen, beim Saubermachen oder mal Türen bewachen oder so, dass du darüber natürlich dann auch schon wieder so einen Anlaufpunkt hast, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja. Und das fand ich immer sehr, sehr hilfreich, weil du vor allem auch total so generationsübergreifend hat das gut funktioniert. Also ich habe da mit ganz vielen sehr jungen Leuten zu tun gehabt und natürlich auch mit Älteren und so. Und das wird, also ja, sag mal, Leute, mit denen du jetzt so nicht unbedingt direkt in Kontakt getreten wärst. Also ich hätte da jetzt keine jungen Leute angesprochen, um mit denen darüber zu quatschen,
was man alles Tolles basteln könnte oder was auf dem Kongress sonst noch so los ist. Aber über dieses Thema Engeln konntest du da natürlich schon eine ganze Menge machen. Ich bin jetzt gerade in so einem Klassenzimmer, lauter Laptops. Warst du auch schon? Ja, da war ich vorhin auch, weil ich bin jetzt an der Seite vom Bällebad, bin irritiert, weil Leute laufen mir vorbei und kommen durch den Durchgang und ich komme da nicht rein. Ja, doch, so manchmal. Da kommt man nur zu zweit. Ah. Ah, das ist auch cool. Das ist jetzt ein anderes Bällebad. Man kann da nur zu zweit durch. Das ist auch cool. Sehr lustig. Weil manchmal hakt es ein bisschen bei dem, du musst genau den Eingang treffen. Ist das Nifty, Jakob, Johannes B., ja. Der Köter, ist aber der Katze. Der Köter. Das war doch, war das nicht dieses Star Trek, Star Wars Verarsche? So, jetzt setze ich mich mal ins Bällebad. Ja, jetzt bei uns ist jetzt auch gerade einer in unserer Assembly, der versucht durch das Stargate zu kommen und kommt da auch nicht raus. Vielleicht kann man da nur zu zweit durch. Bist du jetzt gerade bei uns da? Ich bin gerade bei uns. Dann komme ich jetzt mal. Ich versuche da jetzt mal. Da musste ich doch hier nochmal abbiegen, meinte ich. Ja. Also, um es kurz zu machen, weil ihr seht das ja alles, ne? Das ist ja ein bisschen langweilig, wenn ihr nur hört, wie wir hier vor uns hinsuchen. Es ist ein Experiment. Wir müssen mal abwarten, wie es sich dann so bis zum Schluss noch gibt. Ja? Nee, zu zweit geht auch nicht. Sieht lustig aus. Sieht lustig aus. Ja. Ja, wir sind alle noch voller Hoffnung, dass es noch richtig spannend wird und so. Den einen oder anderen Vortrag habe ich leider total verpasst, weil das technisch nicht funktioniert hat, was mich ein bisschen ärgert. Ich hoffe, dass so wie auch bei den anderen Kongressen früher, ja dass die Vorträge alle relativ schnell online sind, also praktisch als Aufzeichnung. Schade ist, dass es wahrscheinlich auch Vorträge gibt, die nicht aufgezeichnet wurden und die zu unter anderem eben dann verloren sind. Ja. Also, weil es gab jetzt einen von Müller-Magun zum Thema Assange und dass er das Gefühl hat, da auch irgendwie kompromittiert zu sein und abgehört zu werden und so ein Zeug. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt zum Beispiel nicht aufgezeichnet wurde. Ja. Aber der war auch unmöglich zu sehen. Also ich habe es versucht, aber habe auch nur flimmern gesehen halt. Ne? Ja, also das war schade. Ja, muss man da mal abwarten, aber ich hoffe, dass das relativ zügig. Und ja, was fehlt noch? Das ganze Müdigkeit, das ganze lustig. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir diese Lampen um uns rumgehängt haben, diese Disco-Lights und sind da durch die Gegend gelaufen? Also so dieses ganze Frägige, mal ausprobieren, mal lustig irgendwie ein Bierchen trinken, mit anderen Leuten schnacken und so, das fehlt natürlich total. Ja. Also man kann sich hier verkleiden, aber das ist dann nicht so lustig, ja, genau. Das ist ja. Jo, ansonsten wünschen wir, also ich jetzt zumindest mal, aber ich denke du auch, wir wünschen euch Neues. Ein gutes neues Jahr. Und wir hören uns im Thekenschnack oder hier. Genau. Noch vielleicht vom Kongress. Und hoffentlich dann nächstes Jahr wieder auf dem echten Kongress, genau. Genau. In diesem Sinne, haben wir was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau. Ciao, ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.